Und gleich haben wir ja eine Drahtfabrik, die auch läuft. Dann müssen wir uns darum gar keine Sorgen mehr machen. Naja. Interessant. Die kann man jetzt auch automatisieren im Vanillaspiel. Das ist cool. Früher war das nur über einen Mod möglich und mit früher meine ich vor einem Jahr. Das ist schön. Ja. Ist noch genug drin. Also Kupferproduktion läuft. Wir haben natürlich dann noch keine Kabelproduktion. Da müssen wir aber was abspalten. Das können wir später machen. Betonwerk können wir bauen. Dann brauchen wir aber hier erstmal ein bisschen Draht und Kabel wieder. Ja, lohnt sich das zu automatisieren. Weil da braucht man nur einen Miner und einen Konstruktor. Oder je nachdem zwei Konstruktoren. Ah, eh erst, wenn wir einen Splitter haben, deswegen. Stell mal eins mal hin. So, dann brauche ich natürlich auch wieder erstmal 12 Schrauben für einen Konstruktor. Bisschen Draht. Obwohl, wir können jetzt den Konstruktor hinter mir abreißen. Da, wo der Container am Schmelzofen war, glaubt der produziert jetzt nichts mehr. Das heißt, die können wir guten Gewissens einfach recyceln. So, ich hoffe mal, 30 Kabel reichen. Ne, er produziert noch. 116, achso, 116 in der Ausgabe. Dachte irgendwie wäre Stacklimit von den 100, aber nee. Ja, lass mal den noch ein bisschen weiterlaufen. So. Dann nehmen wir am besten gleich Strom mit. Ich weiß nicht, was ich hier mache ohne Strom. Ohne funktioniert es nun mal nicht. So. Hui. Hui. So. Bau mal in die Richtung, dann hier mal Strom. Den nehmen wir auf. Den nehmen wir auch auf. Ist die Frage, ist da noch so eine Beule drauf? Nee, ich glaube, ich kann meiner direkt setzen. Hätte man die nötigen Kleinteile? Habe ich Eisenerz? Ich habe ein bisschen. Nee, das ist Kupfer. Katerium? Nee. Ah, irgendwas vergisst man immer. Ah, das sind anfängliche Probleme. Später hat man die Grundmaterialien, um was zu bauen, in Hülle und Fülle dabei. Darauf freue ich mich. So, unnötige Sachen kommen weg. Dann müsste ich mich eigentlich dazulegen. Naja, ich verzichte erstmal drauf. Die drei Miner passen. Ein Glück haben wir hier schon eine ausgereifte Produktion. Können wir uns einfach dran bedienen. So, sehr schön. Das läuft hier schon mit den Grundnahrungsmitteln hier. So, jetzt sollte ich aber alles für den Miner haben. Außer Beton. Beton, Beton, Beton. Dafür haben wir aber genug Stein im Inventar. Oh. 20 reichen. Das wird reichen. Wie sieht das Stromnetz aus? Wie viel? Gut, wir haben eine Kappa von 70 Megawatt und verbrauchen gerade, wenn ich es richtig gesehen habe, nur 40. So, meiner ist besser als deiner. Konstruktor anschließen. 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 Ist schon angeschlossen. Ach, das noch nicht. So kann es nicht funktionieren. So, du machst Beton und das dein Leben lang. Und ja.
Also, wie viel braucht er? 45 pro Minute. Und der hier gibt, das ist normal, das ist schon mal gut. Der gibt 60 pro Minute. Naja, das geht nicht auf, aber zumindest ist der komplett ausgelastet, das ist schon mal schön. Dann kann der produzieren wie Bolle, weil wir brauchen die 100 Beton und dann eh für den Space Elevator, den ich heute mindestens noch machen will. 500 braucht man. Die 1500 Rad werden gerade schon produziert. Die 400 Röhren auch, die 250 Platten auch. Gut, wir können uns überlegen, jetzt wo das hier annähernd produziert ist, ob wir noch eine zweite Betonfabrik aufmachen. Wird sich wahrscheinlich am meisten lohnen. Der wird noch eine ganze Weile machen. Das ist gar nicht so schlecht. Ich würde nur gern mein einen Eisenbarren loswerden. So. Würde aber sagen, wir schauen erstmal nach dem Kupfer, ob das überhaupt funktioniert. Da ist hier gerade rechtzeitig der Strom ausgefallen, dass wir es nicht gesehen haben. Und bevor irgendwie dieser Idiot hier vergessen hat, wieder einen Strom anzuschalten. Nein, es funktioniert. Ist das nicht schön? Der Rubel rollt. Und mit Rubel meine ich Draht. Ist wahrscheinlich auch deutlich mehr wert. Alles mitnehmen. Das sieht gut aus. Damit können wir jetzt schon mal, glaube ich, die 100 Beton machen. Die 200 Schrauben auch. Die 500 Schrauben. Und die Kabel. Die Kabel sollten auch gehen. Dann können wir ja hier machen. Bisschen einen Szenenwechsel dafür. Kabel können wir 102 machen. Das ist perfekt. Dann haben wir das schon erledigt. Beton können wir nur 48 machen. Produziert aber gerade auch in der Fabrik. Dauert also wahrscheinlich 3 Minuten, bis es fertig ist. Und Schrauben können wir 1300 machen. Also, wir sind auf dem besten Weg, die Kettensäge zu bekommen. Was fantastisch ist. Ich hatte früher immer das Gefühl, das ging erst deutlich später in Tier 2. Achso, ist ja in Tier 2 oder Tier 3. Also weit nach dem ersten Phase des Space Elevators. Wahrscheinlich erinnere ich mich einfach falsch. So, Kupfer. Was rede ich von Kupfer? Das ist Beton. So. Das sieht gut aus. Und dann machen wir noch 500 Schrauben. Und als nächstes machen wir mal Logistik, dass wir einen Splitter haben. Dann können wir tatsächlich auch die Schrauben gleich mit automatisieren. Muss am Anfang noch nicht so effizient sein. Wir brauchen aber alle Teile relativ oft und in relativ großer Menge. Das Schönbauen und das Effizientbauen kommt dann irgendwann später, wenn wir überhaupt die Tools dazu haben. Aber Schrauben dauern schon echt lang. So. Ah, das Gute ist, ich glaube, wenn wir hier die 500 zusammengekratzt haben, müssen wir nur einmal zum Beton und dann können wir den Dinger abschicken und unsere Kettensäge erhalten. Obwohl für die Kettensäge, wenn ich es richtig im Kopf habe, braucht man 6 verstärkte Eisenplatten. Das heißt, wir müssen ein paar Schrauben mehr machen. Boah, dauert das lang. Ich stelle gleich einen Konstruktor hin, der für mich arbeitet. So wie Gott es gewollt hat. Zumindest der Schöpfer von Satisfactory. So. 400. Nur noch 100. Und X. Also ein paar mehr braucht man. 6 mal 12 könnt ihr selber ausrechnen. Und wenn ihr bei 72 rausgekommen seid, dann seid ihr hoffentlich genauso richtig oder so falsch wie ich. So, also 572 braucht man. Oder mehr. Obwohl eine verstärkte Platte braucht ihr nur 6 Stück oder braucht die 12 Stück? Ich habe keine Ahnung mehr. So, das reicht jetzt aber wirklich. Wir nehmen noch den Draht mit, der sich hier angesammelt hat. Und ab dafür Beton aufklauben. Und dann
Meilenstein abschicken. Dann schauen wir mal, was wir machen. Schrauben wahrscheinlich als erstes. Haben ja da noch 3 Eisenfelder. Wird sich, glaube ich, am meisten lohnen. Und gleich danach kann man die verstärkten Eisenplatten machen. Ah, ich wollte hier Beton holen. Und wenn wir schon dabei sind, nehmen wir noch ein paar Blätter mit. Ah, ist das nicht schön. So meditativ. Das ist mit der Kettensäge nicht mehr der Fall. Gut, wir haben alles beisammen. Wir können upgraden. Obwohl, dann könnte man auch, bevor wir Schrauben machen, könnte man Biomassefabrik machen. Also, die hat 2 Container, kriegt einmal Blätter als Input und einmal Holz und macht dann eben Solid Biofuel draus. Wäre wahrscheinlich ganz sinnvoll. Ist egal, wir schauen es uns an. Richtige Stelle gefunden. 500. 100, 100. Und jetzt darf man wieder auf den Knopf drücken. Ach, ist das schön. Und dann fliegt dieses Teil los. Solid biofuel, created from any biomass, ensures maximum efficiency of biomass burners. To aid in biofuel production, the chainsaw allows for the removal of tougher wood and coral foliage. Ist das nicht schön. Additionally, your pocket dimension has been inflated to increase inventory size. Inspirational note, will you be the fix-it employee of the month? You could be, wahrscheinlich if you construct, nicht. Automate, explore and exploit by eliminating all obstacles to efficiency. This isn't just fun, it's contractually mandated, fun, fun, fun. Also die Voicelines sind nochmal ein bisschen anders als gedacht. Achso, wir können erst in 3 Minuten hier was reinfüllen. Ja, das Gute ist, wir können ihn direkt machen. Also bis dahin haben wir Kupferdraht zusammen und wir haben den festen Biotreibstoff. Das Beste, was es gibt. Abgesehen von Kohle, nuklearer Energie und alles, was der sonst noch Spaß macht. Ah, für den Anfang, aber das dauert echt ewig zu craften, deswegen müssen wir uns überlegen, ob sich da eine Fabrik vielleicht eher lohnt als eine Schraubenfabrik. Weil wenn Energie ausgeht, dann ist eh alles am Arsch. So, ich will eine Kettensäge. Was muss ich dafür tun, Spiel? Ich brauche 5 verstärkte Platten. Ich brauche 60 Schrauben. Mach mal erstmal die 5 verstärkten Platten. Die werden Schrauben rauben. So, das passt. Und keine Ahnung, wie viel es waren. Ich glaube 160. Ich mach mal 160 und hoffe, dass es reicht. Das habe ich mir jetzt nicht gemerkt. Gleich haben wir's. Gleich haben wir's. Und dann kann das Kettengesäge losgehen. Ja, extra. Ah, 160. Dass ich mir mal was richtig hier merke. Wunderbar, eine Kettensäge. Ich bin so froh, die zu haben. So, die braucht Biofuel. In den Einzelmodus. Was ist ein Einzel? Also wahrscheinlich, dass mal ein einzelnes Ding, wenn man hier ein bisschen Landschaftspflege betreiben will, dass man eben nur das anvisierte Objekt, weil jetzt wird es im ganzen Radius alles einsammeln, was ich bevorzuge. Gibt nämlich mehr Biomasse. Also wir nehmen mal den Einzelmodus, versuchen nur mal den Busch hier. Also für Landschaftspflege garantiert das Richtige. Für Energie. Unser Frachter kommt zurück. Ist er wieder da? Dann kam die Nachricht ein bisschen spät. Na gut. Das Schöne ist, man kann einfach hier auf den Busch halten. Da ist die Hitbox ein bisschen besser. Und dann hat man auch das Holz im Inventar. So, dann wollen wir aber den nächsten Meilenstein gleich machen. Ich hole die Kupferkabel. Wie sieht's aus? Okay. Gerade so, okay. Hier, du kriegst noch 4 dazu. Hui.
Wenn wir schon hier sind, nehmen wir unsere ganzen Ressourcen mit. Brauchen wir bestimmt demnächst. Ah, ist das schön, dass die Schwerkraft hier so gering ist. Macht Spaß zu hüpfen. Auch wenn ich jetzt komplett in die falsche Richtung gehüpft bin. Nur 168. Das reicht noch nicht. Machen wir ein bisschen schneller hier. So, da haben wir 100 Kupferbarren. Dann müssen wir wieder selbst Hand anlegen. Und nur für 40 Stück. Das ist noch vertretbarer Zeitaufwand. Wow. So, das sieht gut aus. Steckt mal wieder da rein. Weitermachen. Haben alles, was wir brauchen. Bin immer noch am Überlegen, ob Schrauben der nächste sinnvolle Schritt ist oder Biomasse. Biomasse ist halt ein bisschen aufwendiger und wird Strom kosten, aber kann jetzt, da die Biogeneratoren auch automatisiert sind, kann das ein bisschen besser gemacht werden. Schauen wir mal. Also, Ressourcen rein und ich sehe zu gern, wie das abhebt. Ja, direkt darunter stehen. Ist gut für die Haut. To save space and enhance the productivity of your factory. Fixit encourages you to consider investing in verticality when it comes to factory logistics. If you feel stressed by this complexity, imagine yourself on the shore of a vast and calm ocean. Breathe in, visualize all the people relying on you. The sea is made of billions of faces, each staring at you with hope and tears in their eyes. Breathe out, feel refreshed and focused on your duties. So, also hier braucht man, wie gesagt, ein 200 Beton. Und dann hätte man den Meilenstein auch fertig. Mach dein Schnabel zu. Boah. Können die nicht Bieren fressen? Müssen die Sonne so anstarren? Keine Ahnung, was die machen. Wie sieht's denn hier aus? Halbwegs gut. Die zwei Steine können weg. Dann nutzen wir mal die Zeit, um hier ein bisschen zu gärtnern. Immer sehr, sehr schönes Holz. So. Ja, ich weiß, großer, schöner Baum, aber er versperrt mir die Aussicht auf den schönen Wasserfall. Genau wie dieser Busch. Da. Hat sich gelohnt. Finde auch krass, dass sie hier die Wasserfälle nochmal abgedatet haben. Die haben jetzt deutlich mehr Spray und Dynamik. Kann ich sagen, ja, es sieht schon besser aus. Ein Glück sieht man nicht mehr so nach unten. Also in die offene Map, das finde ich schon mal ein deutlicher Fortschritt. Autosave. Ich halt still. Sehr gut. Spiel hat es hinbekommen. Hier könnte man nochmal eine Betonfabrik machen. Das wäre wahrscheinlich das Allersinnvollste. Meiner. Konstruktor braucht Kabel, habe ich nicht. Brauche ich nicht. Doch, brauche ich. Dann frisch ans Kabel werken. Nur 5 Stück. Das ist doof. Das reicht für nichts. Blätter nehmen wir mal wieder mit. Wir müssen halt erst Biomasse craften. Aus Holz ist es relativ gut möglich, aber dann dieser feste Biotreibstoff, der ist echt ätzend von Hand zu machen. Gut, da können wir wieder kurz einen Shortcut nehmen. Nehmen wir nur einen Konstruktor und lassen Biomasse rein. Die Biomasse machen wir erstmal von Hand.
glaube, das ist der beste Kompromiss. Dann braucht man nicht gleich eine elaborierte Fabrik, sondern nur einen Container, einen Konstruktor und am besten noch einen Container. Dann geht's an die Schrauben. Wir haben es gleich. Nur noch 160 Blätter. So, und der letzte Rest wird weggeschmissen. So, wie sich das gehört. Jetzt kommt es wieder an. Also, was braucht man? Kabel. Und für Kabel braucht man Draht. Ja, Kabel sollte man auch automatisieren. Generell sollte man alles automatisieren. Das ist irgendwie Sinn der Sache hier. Ja, die Nachricht kommt jetzt ein bisschen später. Zumindest nach Gefühl kam die immer bevor der gelandet ist. So, 200 Kupfer haben wir. 200 Beton brauchen wir auch. Habe ich nicht. Dann schauen wir erstmal, dass wir einen Konstruktor mit dem Biotreibstoff hinbekommen. Das sollte eigentlich nicht weiter schwer sein. Aber man weiß ja nie. Vielleicht baue ich einen Schmelzofen dazwischen und wundere mich, warum nichts funktioniert. Was ganz interessant ist, die Steine kann man damit auch abbauen, wenn sie im Radius sind. Nee, nicht mehr. Interessant. Früher ging das, meiner Meinung nach. Jetzt braucht man da wirklich, glaube ich, Dynamit. Also es geht auf jeden Fall. Interessant, dass es nicht mehr über die Kettensäge ist. Das hat einfach früher einen Radius abgemäht, wie man so schön sagt. War auch gar nicht so schlecht. Also Kabel und diese verstärkten Eisenplatten. Boah. 40 Kabel reichen und 12 Stück braucht man. Oder, nee, 24. Was brauchen wir? 24 war die richtige Antwort. So. Dann stellen wir den mal mitten in den Weg, bis wir ihn später aufräumen. So. Alleinen. Begradigen zu Deutsch. Noch ein Lagercontainer. Rein damit. Strom. Doch nicht immer hauen. So, der stellt fester Biotreibstoff her und kriegt alles an Biomasse. So, der produziert 60 pro Minute. Braucht aber 120 Biomasse pro Minute. Das kriegt man nicht hin. Ah, jetzt ein bisschen scheiße. Das sind die Billo-Anfangsfließbänder. Die schaffen, glaube ich, nur 60 oder nur 30 pro Minute. Ja, schau nach. 60 Ressourcen. Das heißt, der Konstruktor produziert jetzt auf halber Geschwindigkeit. Und demnach nur 30. 30 pro Minute. Das sollte man wahrscheinlich noch einen anderen hinstellen. Ah, ist jetzt egal. Bisschen Bio-Ding haben wir noch. Das ist gut. Dann würde ich sagen, Meilenstein. Das da, das da, das da. Nochmal ein bisschen nachholen, was uns fehlt. Und Beton sollte jetzt auch voll sein. Dann kriegt man endlich die Foundations. In der Schreck aller Bäume. Radius und Erde schön wird es im echten Leben auch so funktionieren. Das wird Gartenarbeit und Unkrautbeseitigung deutlich einfacher machen. Auch dass die Bäume nicht so abgesichert werden müssen, sondern einfach handgerecht ins Inventar fallen. Haben wir ja schon praktisch. Hui. So, hoffentlich hat das Betonwerk jetzt genügend Beton. Aber gerade so.
Gut, dann können wir upgraden. Das Schöne ist, am Anfang geht das echt schnell. Später muss man echt hirnen und was dafür tun. Ja, fürs Erste reicht uns das. So. Auf den Knopf drücken. Und jetzt. Milestone reached. Several new structures are now available for improving factory organization. Und die erste davon bauen wir. Building grid, which makes it easier to manage placement of any structure. In the event that you are experiencing amnesia for all events prior to planetfall, be reassured that memories of beloved humans and or animals would have only been distractions from your important mission. Das ist gut zu wissen. Ich erinnere mich an nichts. Ist das nicht schön? Unsere erste Foundation. Das erste Fundament zu etwas Großartigem. Was scheiße da geht. Überall geht hier gleich der Treibstoff aus. Und dann ist Schicht im Schacht, was die Produktion angeht. Na, das ist halt echt scheiße langsam. Aber wir haben noch nicht so viele Kraftwerke, also ist es verschmerzbar. So, ich würde gerne auch ein zweites Betonwerk bauen. Das können wir bauen. Das können wir natürlich nicht bauen. Bauen wir noch zweimal verstärkte Eisenplatten und dann können wir das zweite Betonwerk aufziehen. Das kann dann schön vor sich hinarbeiten. Während wir sinnvolle Sachen machen, wie zum Beispiel ein Schraubenwerk. Oder verstärkte Eisenplattenwerk. Oder irgendwas anderes, was nicht Beton ist. Achso, einen Miner habe ich schon gebaut. Tja, so viel zum Kurzzeitgedächtnis heute Abend. So. Würdest du... Boah, das ist gut genug. So, dann brauchen wir Strom. Greif den einfach da vorne ab. So, einer hier. Der. Reicht fürs Erste. So. Der produziert. Der sollte dann auch produzieren. Und Lagercontainer. Wir könnten es natürlich auch zusammenlegen. Dann hätte man nur einen Container, in den man schauen muss. Fließbänder sind gerade nicht mehr das Problem. Reißen wir nachher alles ab. Keine Sorge, das wird schön aussehen. Am Anfang nicht unbedingt. Kein Gewehr auf. Also das kostet jetzt auch schon. Kostet jetzt mich auch schon wertvolle Ressourcen. Ja, sehr schön. So, dann müssen wir mal schauen. Ja, kreuz und quer im Moment. Was soll der Geiz? So, das muss weg, das muss weg. Dann brauchen wir einen Kombinator. Ein Fusionator. Interessant, wie das auf Deutsch heißt. Im Englischen heißt es, glaube ich, einfach Merger. Und das Gegenstück natürlich Splitter. So. Dann fusionier mal mit mir. So, rein da. Und raus da. Oh, das war... Gut, dass er das nicht gebaut hat. Ist vielleicht besser, den Container erst aufzustellen. Ne? Oh, hat zwar ein bisschen gewackelt, aber... Ist auch ein bisschen schief geworden. Ist egal. So, da kommt jetzt die kombinierte Arbeit an. Das ist schon mal gut. Könnten eigentlich noch ein Betonwerk bauen. Ich glaube, nächster Stein ist irgendwo in die Richtung da. Hier ist nochmal Katerium. Wie sieht's aus, Kollege? 180. Wenn der Strom aus ist, sollte man halt 600 insgesamt haben. Naja, schauen wir mal. So, als nächstes eine Schraubenfabrik. Eine Schraubenfabrik. Wir brauchen erstmal Schrauben dazu. 24 Stück, obwohl nie mehr. Wir brauchen mindestens zwei Konstruktoren. Na, machen wir mal vier Platten.
Mach mal 5, was soll's. So, Kabel brauchen wir natürlich auch. Und Draht eventuell auch, deswegen halt mal nicht da die Waage. Das heißt, ein neuer Miner. Dann ein Schmelzofen, ganz wichtig, nicht vergessen. Power ist ausgegangen. Das ist jetzt schlecht. Wenn nichts produziert, kriegt man unsere Grundnahrungsmittel, unsere Basic-Materialien auch nicht. Das heißt, wir müssen den Biofuel jetzt irgendwie semi-intelligent... Warte mal. Wartet mal. Wieso? Wieso machen wir das nicht anders? Wieso? Wo ist denn dein... Wo ist denn dein Anus, wo es reingeht? Wieso machen wir hier nicht einen separaten Stromkreislauf? Nur für die Produktion. Hä? Dann ist der gesichert, dass der immer läuft, solange hier Fuel drin ist. Ich finde das smart. So, und hier füllen wir natürlich nach. Du kriegst 100. Du kriegst 100. Ja, was soll's. Und du kriegst die Biomasse. In der Hoffnung, dass das 6,67 pro Minute, boah, 10 Minuten hält mindestens. So 15 ungefähr. Bis wir das anschließen, dann verbraucht er mehr. So, du sollst Eisenbarren machen. Dann kommt der andersrum. Jetzt muss man ein bisschen planen. Der braucht Eisenstangen. Und aus Eisenstangen 15 pro Minute. Hier kommen aber wahrscheinlich 30 pro Minute durch. Unrein. Ja, 30 pro Minute. 30 pro Minute. 15 pro Minute. Das heißt, wir können hier eigentlich schon aufteilen. Ein Splitter. Beziehungsweise dann könnte man das auch hier noch aufteilen. Könnte man hier eventuell eine andere Fabrik machen, die diese Verstärkten macht. Weil wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, kommt hier eh nur die Hälfte an. Deswegen füllt er sich auch so voll. Das heißt, wir verlagern das hier einfach. Dengeln Splitter dran. So macht man das auch mal weg. So, ein Splitter, weil hier braucht man noch nicht die beste Effizienz, die es gibt. Dann können wir hier rechts einen Konstruktor bauen. Konstruktor, Konstruktor, Konstruktor. Naja, mit Foundations klappt es dann später besser. Dann werden die Teile auch schön. So, du machst Eisenstangen weiterhin. Du kriegst ein Lagercontainer. Und dann wollen sie nach Strom. Alle wollen sie Strom. So. Hier produziert. Und jetzt können wir eigentlich die zweite nehmen. Machen wir noch einen Konstruktor. Boah, was soll's. Muss nicht schön aussehen. So, das Ding haben wir auch noch dran. Du machst auch Eisenstangen. Aber der hört hier nicht auf, sondern der macht aus diesen Eisenstangen schöne, schöne Schrauben. 40 pro Minute, wie viel spuckst du aus? 15 pro Minute und du brauchst 10 pro Minute. Ja, also, das läuft. Dann macht man noch einen Container hin. Zum Containern. So. Ist der an Strom angeschlossen? Nein. Warum auch? So, kreuz und quer. Wunderbar. Der produziert Schrauben. Sein Kollege produziert Eisenröhren, Eisenstäbe.
Na gut, Schraubenfabrik steht erstmal. Ich hoffe, die reicht. Dann machen wir da hier gleich weiter mit der verstärkte Eisenplatten-Ding. Die brauchen wir auch jetzt relativ oft. Aber davor machen wir ein bisschen Biomasse. Tja, ja. Die Leiden des jungen Pioniers. Immer hier organisches Material einsammeln oder kaputt hauen. Wünschte echt, Kohle wäre ein bisschen früher vorhanden. Ist ganz krasser Gegensatz zu Factorio. Da ist die Power nie so wirklich das Problem. Aber es sind ja auch zwei unterschiedliche Spielansätze. So. Rein damit, der produziert, bis ihm langweilig wird. Hier ist natürlich nichts drin, weil alles hier reinwandert. Ja, der verbraucht auch 4 pro Minute, also weiß ich nicht, wie sinnvoll das ist, den nicht anzuschließen. An unsere Gesamtversorgung. Jetzt wird er mehr verbrauchen. Nee, noch nicht. Ah, unsere Kappa ist gestiegen. Lass mal das mal nicht im separaten Netzwerk. Festen Biotreibstoff sollte man echt nicht verschwinden. Achso, das ist inzwischen fertig. Da war ja was. Wir können Beobachtungstürme bauen. Nice. Und wir können natürlich jetzt hier Feldforschung auswählen. Die 100 Platten. Ach, das sollte man alles parat haben. Also ich habe jetzt durch das Ding, brauchen wir nochmal einen Konstruktor. Konstruktor, nur temporär. Können wir hier anschließen. Du machst Eisenplatten. Warum nicht? Ja, viel Spaß damit. So, Eisenplatten können rein. Schrauben können wir alle craften. Weil die Fabrik ist ja gerade erst angeschlossen worden. Das wird bestimmt 5 Minuten dauern, bis die so viel hat. Das könnte man zwar exakt ausrechnen, das mache ich aber aus Prinzip nicht. Weil ich nicht drauf geachtet habe, wie viele Schrauben wirklich rauspurzeln. Ich glaube, es waren 40. Aber alle Angaben ohne Gewehr. So, aber dann haben wir hier eigentlich schon abgeschlossen. Das nächste wäre dann wirklich der Weltraumlift. Mit den 2 Betonfabriken haben wir, glaube ich, demnächst die 500 Beton voll. Dann geht da auch was. So, ich muss auch dringend mal wieder zum Friseur. Schon so verstrubbelt. Und vor allem so lang wieder geworden. Na gut, für die kalte Jahreszeit, die jetzt kommt, wäre das gar nicht so schlecht. Eigentlich bin ich eher der Kurzhaar-Frisur-Mensch. Nur seit dem letzten Monat irgendwie nicht mehr. So, nehme ich mit. Schrauben nehme ich mit. Oh, immerhin schon 140 drin gewesen. So, Auto gespeichert hat es auch. Dann wollen wir auf jeden Fall jetzt nochmal die 300 Dinger hier mitnehmen. Hoffentlich hat er so schnell produziert. Wie viel brauchst du? 15 pro Minute und du spuckst wieder 30 aus. Das heißt, es läuft auch auf halber Kappa, was relativ dämlich ist. Viel, was ich mache, ist relativ dämlich, aber das ist besonders dämlich. Das heißt, wir können hier theoretisch einfach wieder einen Splitter einbauen. Ja. Funktioniert's? Schauen wir mal, ob was durchkommt. Ja. Manchmal klappt's, manchmal klappt's nicht. Das ist zumindest meine Erfahrung. So, zweiter Konstruktor. Es fehlen Kabel. Ein Glück bin ich hier. Boah. Das ist wunderbar, aber wenn man bedenkt, wir hätten schon längst die doppelte Menge haben können, ist das ein bisschen schade. So, 20 Stück reichen. Konstruktor. Oh, was soll's?
Weg mit dir. Nur direkt ist perfekt. Da ist noch Luft. Du machst Draht. Gut, wir könnten ihm sagen, dass er Kabel machen soll. Kostet nur ein Konstruktor mehr. Kostet doch nur ein Konstruktor mehr. Achso, ich brauche noch zwei verstärkte Eisenplatten. Du machst Kabel, dann braucht man einen Container. Boah, sieht das echt scheiße aus, was ich hier zusammenbaue. Aber aller Anfang ist hässlich. Muss ich mir zumindest einreden. So, den müssen wir noch an Strom anschließen, sonst läuft hier nichts. Wie sieht's aus? Wir haben eine Produktion von 68, aber eine Kappa von 100. Also war es, glaube ich, notwendig hier das eine Biokraftwerk noch dazu zu schalten, sonst hätte jetzt wieder die Sicherung angefangen zu spinnen. Okay, also Kabelproduktion läuft. Drahtproduktion läuft auch und wir haben noch eine ganze Kupfermine übrig. Also Kupferressourcenknoten. Dann können wir die schönen Sachen nachher draus machen, sowas wie Kupfersheet. So, also nicht von Hand sammeln, wenn man eine Kettensäge hat. Wenn wir schon hier sind. Jo. Wozu nicht? Hallo Frank. Glaubt, das ist zumindest der Community-Name für die Dinger. So. Das sollte erstmal passen und dann, was wollte ich machen? Das vor allem auch noch an Strom anschließen. Hier eine Fabrik und jetzt vor allem den Meilenstein absenden. Das war der erste Punkt. Und danach schauen wir mal, ob wir direkt einen Space Elevator theoretisch bauen können. Falsche Seite. Richtige Seite. Yay. Milestone so. Reached. Supply the molecular analysis machine, referred to as the MAM, with local resources to research and develop new technologies. Potential technologies include exploration tools, weapons, and factory buildings. These are essential for maximizing your pioneer efficiency and alignment with Fixit's core pillars. Ja, wir machen zuerst Teilmontage. Explore and exploit. To advance Fixit's mission, all notable phenomena, resources, technology, or other influence should be investigated regardless of any perceived danger, as stated in the pioneer contract. Ja, ja. Gefahr war mir schon immer egal. Können wir ja mal schon hinkriegen. So, das sieht doch gar nicht so schlecht aus, was hierbei rumkommt. Nur 300. Das reicht noch nicht. Wir brauchen 500. Schauen wir mal. Ja, Wände könnten wir auch bauen. Achso, Speispezial. Das Teil ist echt riesig dann später. Bauen wir auf eine schöne Fläche. Also 1500 Draht braucht man. Das braucht auch noch ein bisschen. Dann konzentrieren wir uns wahrscheinlich besser erstmal auf den Meilenstein hier. Beziehungsweise bevor wir das machen, machen wir hier die verstärkte Fabrik noch. Also Eisenbahn. Dann haben wir einen Konstruktor, den wir nicht bauen können. Dazu craften wir einmal so viel wie möglich von den verstärkten Eisenplatten. Das reicht noch nicht ganz. Boah, wir haben echt wenig Eisenplatten im Inventar. Ich glaube, das ist gerade das Hauptproblem. Aber der Container sollte ja ein bisschen was drin haben. Na also. So, ich würde sagen, wir brauchen mindestens 4 Konstruktoren. Was unser Stromnetz wieder in die Knie zwingen wird. Aber wozu kann man mehr von diesen Biomasse-Generatoren bauen? So, das sollte für 4 reichen. Oder braucht man noch einen Assembler? Nee. Doch, ich glaube, man braucht einen. Lasst einfach mal schauen. Wir können die Verstärkten noch nicht bauen, weil wir dafür einen Assembler brauchen. Der kann dann 2
zwei Bauteile miteinander vereinen. Das ist genau das, was uns fehlt. So. Das nochmal produzieren. Und der Assembler ist, glaube ich, beim aktiven Meilenstein. Ja, Fabrikator. 500 Schrauben, 300 Dinge. 200 Kabel, das ist Hammer. Hammer eigentlich. Das Hammer eigentlich beisammen. Ja, da sowieso. Schrauben sieht auch gut aus. Gut. Fehlen noch 150. Bin aber optimistisch, dass das klappt. Schauen wir mal in die Kupferlandschaft. Hui. Mensch, sieht das aus. Ja, es funktioniert. Ja, will man mehr. Nur 139. Ich weiß jetzt, was ich mehr will. Definitiv mehr Kupferkabel. Das heißt, den reiß mal ab. Das reiß mal auch ab. Wir brauchen gerade einfach deutlich mehr Kabel. Fusionierer. Fusioniert. Wunderbar. Oh, perfekt. So, dann schauen wir noch, ob das durchläuft. Ach, wunderschön. Ich mag diese 3D-Rollen. Generell die 3D-Ressourcen. Boah, funktioniert. Sieht fantastisch aus. So, 15 pro Minute macht 30 pro Minute. Im Space Elevator brauchen wir allerdings 1500. Das dauert noch ein bisschen. Noch eine halbe Stunde dauert das. Wenn man nicht manuell nachhilfen. Obwohl, wir haben schon 500. Eigentlich ein bisschen schneller klappt's. Mach mal erstmal den Meilenstein. Dann können wir einen Fabrikator. Wir schalten den Fabrikator frei. So sieht's aus. Verschwinde. Geh ins Spinnengebiet. Wie ich glücklicherweise ausgestellt habe. Reicht schon, wenn die mir in der Wohnung rumkrabbeln. Braucht das nicht ins Spielen. So. Fabrikator, Fabrikator und Schrauben. Das da und Schrauben. 78 Stück. Müssen wir nur ungefähr 80 craften. 70. Bisschen weniger als 70. Mehr mal schaffen. So. Und dann haben wir eigentlich schon alles, oder? Die 300 Eisenplatten haben wir auch. Das ist ja fantastisch. So. Und ab da... Achso, die Kabel haben wir noch nicht. Zu früh gefreut, aber die können wir machen. In mühevoller Kleinstarbeit, aber zumindest geht das relativ schnell. Gleich haben wir's. Stück noch. Dann haben wir endlich einen Fabrikator, der wahrscheinlich das ganze Stromnetz zum Einsturz bringen wird. Und los geht's. Milestone reached. The assembler can produce more complex parts, including the first project part, smart plating, which is crucial for initiating project assembly. Project parts must be delivered to the space elevator. By completing your contracted duties as part of Project Assembly, you will definitely be helping achieve Fix-It Company goals without any other ulterior motive. Note, humans cannot craft project parts. Do not worry about your inadequate crafting skill when compared to an assembler. Fix-It cherishes your innate human abilities, such as walking, striking objects, and commodifying natural resources. Dankeschön, das kann ich auch am besten, Ada. So, Rotoren. Ah, können wir direkt die vier herstellen. Sehr schraubenintensiv. Das heißt, irgendwann kommt die Rotorfabrik. So, dann brauchen wir noch 10 Kabel. Und ein paar mehr Kabel, weil wir alles an Strom anschließen müssen. Und dann brauchen wir irgendwen, der uns gratis Energie liefert. So, Fabrikator. Also wir brauchen Schrauben und wir brauchen Eisenplatten.
Wir brauchen viele Eisenplatten. Um 30 raus. Ein Konstruktor kann wie viele Eisenplatten in welcher Zeit machen. Jetzt wird schon spannender. 30 pro Minute für 20 pro Minute. Das heißt, der verarbeitet alles. Das heißt, weg mit der Aufteilung hier. Konstruktor allein. Ist das schief? Wieso ist das schief? Ich hab dich doch ausgerichtet. Was soll denn das? Baut zwar noch... nicht den Fabrikator. Baut zwar noch nicht auf Foundations, aber das soll zumindest gerade sein. Ah, ein Knick. Na gut. Reiß mal nochmal ab. Bei Gelegenheit. Nee, kein Schmelzofen, sondern einfach nochmal ein Miner. Mir fehlt ein Miner. Ach, die MAM können wir auch mal bauen. Das Forschungslabor. Erstmal gucken, mobilen Miner. Ohne das geht's nicht. So. Was wollte ich? Ich wollte einen Miner. Dankeschön. Dankeschön, Gehirn, dass das annähernd noch funktioniert. Kein Konstruktor, sondern erst ein Schmelzofen. Ja, rein damit. Eisenbarren, jetzt brauchen wir Schrauben. Zwar wahrscheinlich viele Schrauben. Ein Splitter. So. Dann brauchen wir zwei Konstruktoren. Einmal hier. Einmal hier. Auch hier wäre. Muss für den Anfang nicht schön aussehen. Wir reißen alles zu gegebener Zeit ab und ersetzen das durch was Besseres. Eisenstange. Eisenstange. 15 pro Minute. Dann schauen wir mal. Konstruktor. Schraube braucht 10 pro Minute. 10 pro Minute, beziehungsweise haut 40 raus. Insgesamt, wenn wir zweimal Schrauben machen, hätten wir 80. Hier kommen nur Eisenplatten raus. 20. Ein Fabrikator. Kann ich nicht craften. Kommt sofort. Immer leichter zu rechnen. Es gibt auch schöne Webseiten dafür. Ansonsten sitze ich auch gern mal mit einem Block da und ein bisschen Bleistift und überleg mal, was denn so geht. So, uns fehlen, glaubt, noch normale Eisenplatten. Greifen wir uns gleich ab und Kabel fehlen uns natürlich. Immer fehlen uns Kabel. Ja, damit. So, das müsste reichen. Ja, können ihn bauen. Will trotzdem mal sicherheitshalber ihn mitnehmen. So. Reißt man die erstmal ein. Müsste mal irgendwie noch hier zusammenführen. Machen wir es halt da hinten. So, also verstärkte Eisenplatten. Wir brauchen 60 pro Minute und 30 pro Minute. Die 30 purzeln hier raus, das ist perfekt. Und hier purzeln 80 raus. Ah, will man machen. Ja. 15 pro Minute, 15 pro Minute. Dann brauchen wir zwei Konstruktoren. Auch nicht so viel Abstand. Oh mein Gott, ich werde zwei neue Kraftwerke dafür brauchen. Schraube. Eine Schraube locker. Dann brauche ich ein Förderband-Fusionator. Mit dem Eingang, der in den... Nee. Wie soll es mit dem blauen Richtung Dings... Du bist ein Splitter, ich will aber den Fusionator. So. Das sieht richtig aus. Das sieht richtiger aus. So. Schrauben kommen da rein. Schrauben sind ausgewählt.
Wir brauchen noch einen Konstruktor. Alter, wird das meine Sicherung rausfetzen. So, also. Zwei braucht man noch, zwei verstärkte Eisenplatten, dann können wir den ganzen, das ganze Gewese da mal anschließen. Oh mein Gott. Produktion, Konstruktor. So. Strom. Und Abzeit rein damit. Jo, 5 pro Minute. Der ganze Aufwand für 5 pro Minute. Ich glaube, ich lasse das Spiel einfach mal über Nacht laufen. Obwohl, das lohnt sich nicht, da geht mein Strom aus. Wieso ist das alles schief? Ja, ich weiß Foundations, aber dafür haben wir bei Weitem noch nicht genügend Beton. Außerdem spare ich gerade für einen Space Elevator. Oh, ich habe nur 16 Kabel. Also, Numero 1. 2. 3. 4. 5. 6. Der kommt dran. Die ist angeschlossen. Ja, noch nicht. Hm? Aber angeschlossen. Okay. Nee, echt nicht. So. Du bist noch nicht angeschlossen. Und du bist angeschlossen. Wir werden nachher sehen, was alles nicht angeschlossen ist. Ich habe ein bisschen Angst davor, das ans Hauptnetz zu verbinden. Ich würde sagen, zu Recht. So. Das hier hin. Ach, wunderschöner Kabelsalat. Kriegt man direkt Hunger. Und. Bist du hinten auch schon angeschlossen? Doch nicht darüber. Bisschen Ordnung muss sein. So. Alles ist funktional, alles ist angeschlossen. Dann ziehen wir mal eine Verbindung. Die gerade nicht reicht. Ein Kabel hätte ich noch gebraucht. Also das wird unser Stromnetz niemals aushalten. Ich bereite einen neuen Biomassegenerator vor. Aber anschalten können wir es trotzdem mal. Läuft ja nicht alles auf einmal an. Du kommst nach hier, du kommst nach da und gib ihm. Das war die Lastspitze. Das heißt genau noch eine hin. Theoretisch könnte man die auch einfach hier anbauen. Machen wir halt nochmal hier einen Splitter hin. Ein Splitterchen. Will er nicht. Mach mal so. Mach mes yeux. Perfekt. So, dann brauche ich 2 Biomasse-Generatoren. Boah. Einer. Zweite. Sag mal hier Biomasse rein. Und dann schalte ich den ein. Also nicht mehr im Stromnetz verbunden, so geht das natürlich nicht. Tja, furchtbar sieht's aus. Muss aber nur funktionieren. Wieso ist die Kappe nur bei 110? Dann brauchen wir noch rein. Hilft ja nichts.
Vielleicht ist auch einer ausgefallen. Ja, der da ist aus. Den schaltet man dazu. Dazu brauche ich ein bisschen Brennstoff. Der andere kriegt auch noch was. Ja, den dritten hätten wir auch noch versorgen können. Können wir auch so noch. Ja. Der Konstruktor ist, glaube ich, fertig mit seiner Aufgabe. Wunderbar. Schon hat man wieder freie Sicht. So, wir nehmen einfach mal an, dass das Stromnetz jetzt halbwegs hält. Ja, Kappa 130, das ist aber gerade so an der Grenze. Ah, scheiß drauf, macht man noch einen. Der braucht Draht. Habe ich nicht. Müssen wir erst holen. Sobald der Assembler angeht, dürfte es jetzt wieder in die Knie gehen. Ja, holen wir. Holen wir noch ein bisschen Draht. Ah, ein bisschen Bock auf Wasser hätte ich jetzt tatsächlich. Hol noch den Draht, bau ein Kraftwerk und dann würde ich wahrscheinlich Pause machen. Beziehungsweise einfach schlafen gehen. Einfach schlafen gehen. Ein weiteres Kraftwerk kommt sofort. Nur für den Fall, dass wir irgendwann noch irgendwas bauen wollen. Ja, tun wir auch noch ein bisschen Biotreibstoff rein. So, das ist doch ganz gut. Jetzt ist die Kappa 160. Jetzt können wir schön produzieren. Und wie das hier läuft. 4 Stück haben wir schon. Oh je. Der ganze Aufwand nur dafür. Na gut, für einen Space Elevator hat es leider nicht gereicht. Aber das machen wir definitiv beim nächsten Mal. Wird jetzt erstmal sagen, das reicht für heute. Ich danke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.